was ich erst relativ spät erfahren habe, da war ich vielleicht so 17 und wollte mir im Fernsehen, im Abendprogramm, einen Film angucken und das war so ein amerikanischer, so ein Gefängnisfilm, so aus den 50ern, sowas, ne? Mhm. Und eigentlich war bei, was geguckt wurde, war nie ein Stressthema, ne? Also das ging relativ liberal, aber das wollte meine Mutter also überhaupt nicht. Und dann fragte ich, warum denn? Und dann meinte sie, relativ unwirsch, ja, ich habe doch selber gesessen. Das habe ich erst sehr spät erfahren, also erst zu diesem Zeitpunkt. Da hat sie auch nie drüber erzählt, obwohl sie über das Dritte Reich und solche Dinge, da hat sie ohne weiteres erzählt, was ihr da widerfahren ist. Aber da habe ich dann eben erfahren, dass sie nach dem Krieg bei den Russen inhaftiert war, 45, 46, weil sie eben ein hohes Tier beim BDM gewesen ist. Sie war im Schlachter in Stuttgart, der damals für sie ein Greis war, aber eigentlich ein junger Mann, irgendwie Anfang 30, der beim Motorradunfall irgendwie ein steifes Bein nachbehalten hat und deswegen nicht in den Krieg konnte. Da musste sie Kälber schlachten mit dem Mann. Als 15-jähriges Mädchen hat sie Kälber geschlachtet. Also es gibt keine, sozusagen, es gibt nicht das Gefühl einer wahren Annahme der Mutterschaft, ne? Sondern einer mittelbaren, sowas wie eine, na, mit Marx formuliert, entfremdeten Form von Mutterschaftsannahme. Tanzen gehen, nicht mehr arbeiten müssen, nicht ausgebeutet sein. Nach ihren Träumen habe ich sie nie gefragt.